Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf dem Nature Bates YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan Brauns, sein Name ist Nick Richter und der Nick ist heute zu Besuch bei uns in der Firma, weil er nämlich heute das Talsperren-Game eröffnen will. So, Nick, weißt du, was du kurz machst? Du stellst dich kurz vor und erzählst mal was. Ich muss den Ton ein bisschen lauter drehen. Komm, setz dich mal auf meinen Stuhl. Ich muss mal hier den Ton bei lauter drehen. Du erzählst was vom Talsperren-Game. Siehst du, ist anders als beim Videodrehen. Ist anders, ja. Moin Leute. Erste Mal heute im Livestream, deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ein paar Stotterer drin sind. Aber der eine oder andere wird mich vielleicht kennen. So durch den Jan wahrscheinlich auch. Der hat mich ein paar Mal erwähnt. Wo? Eigentlich überall mal so, ne? Der Nick ist ganz aus dem Game, ey. Ja, ich stand länger jetzt schon nicht mehr vor der Kamera. Guck mal, wir sind hier rüber. Du darfst auf meinen Platz. Da, so, guck mal hier so. Da. So ist gut. Na, jetzt bin ich hier. Ist ja egal, wo man sitzt. So, genau. Stand länger jetzt schon nicht mehr vor der Kamera und ja, bin heute hier, ne? Was soll ich groß sagen? Ja. Also, genau, jetzt hatten wir ja hier letzte Woche, wir bauen einfach mal Nick busy ein, wir können ihn ja auch mal fragen. Also, Nick hat einen YouTube-Kanal, wer noch nicht gesehen hat, wir blenden ihn hier auch nochmal ein. Der Nicky ist hart im Talsperren-Game, ne? Richtig. Und angelt auch viel in Frankreich und er ist heute bei uns in der Firma, weil er bei uns was macht. Nicky ist spezieller Meister der Elektrik, muss mir mal was unter die Arme greifen hier heute. Und da habe ich gedacht, ist doch mal ganz nice, wenn wir mal jemanden anders hier haben, der... Hier, du musst dein Mondgesicht mal ein bisschen weiter in die Kamera zwängen, Junge. Wie eng wollen wir noch an? Ja, ist so, aber es sieht auf der Kamera nicht so aus nachher, weil, oder wir müssen das Format drehen. Genau, und da haben wir gesagt, da bietet sich doch mal an, wenn der Nick mal hier ist und den kann ich jetzt auch mal mit einbinden in die Wahnsinnsfragen, die hier teilweise kommen. Ne? Also wenn ihr hier Fragen habt, haut sie mal in den Chat rein. Wir gucken immer mal ein bisschen quer. Fangen aber mal oben an. Wir hatten ja letzten Mittagstisch die große Frage mit den Strommasten. Ne? Und da haben wir ja... da haben wir ja auch schon gesagt, dass, wie verhält sich das denn? Ist der Strommast ein Hotspot, hopp oder nicht? Hopp oder top oder wie sagt man? Hot oder flop, ne? Irgendwie so. Genau. Erzähl mal, wo angelst du bei dir am Talgame unter den Strommasten? Gibt's eigentlich gar nicht. Also gibt's, ich kenne jetzt so kein See, wo so Strommasten drüber gehen, aber habe ich jetzt so noch keine Erfahrungen gemacht. Also du weißt von Strommasten nichts? Nee, kann ich so noch nichts zu erzählen. Okay. Ich habe mal gehört, so vielleicht kennt der ein oder andere so die alten Matze-Koch-Videos, da hat er das ja auch öfter mal gepredigt. Das hat ja einer kommentiert hier. Genau, ne? Dass an so strukturarmen Kanälen, dass das schon mal einen Unterschied machen kann. Aber ich selber habe da jetzt so noch nicht viel Unterschied gemerkt. Ja. Oder noch nicht bewusst drauf geachtet. Also wir hatten es auch in den Kommentaren jetzt gesehen, dass einige wussten, ja, es bringt was, der andere wusste, es bringt nichts. Also 50-50 würde ich sagen und beiseite. Ne? Thema erstmal beiseite. Wir angeln jetzt einfach so, wie es gerade passt, aber suchen keine Strommasten aktiv auf. So, dann hatten wir ja in unserem letzten Video, hast du ja schon gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Teil 2 mit Sascha Emser. Mit Emser? Ja, und wie hat es dir gefallen? Ja, war geil. Hat schöne Aufnahmen, schöne Fische. Ja, haben wir uns benommen? Ja, locker wie immer, ne? Ja, wollen wir auch mal was zusammen machen? Gerne, gerne. Waren ja letztes Jahr schon unterwegs, aber nicht so erfolgreich. Ja, da haben wir nichts gefangen, gell? Ja, nee, cool. Auf jeden Fall, Video hat dir gefallen. Ja, schön. Ja, hat wohl auch vielen anderen gefallen. Also Kommentare waren durchweg positiv. Mhm. Fand ich sehr gut. Also Community hat sich zusammengerissen. Ja. Und muss man ja immer gucken. Ich habe erst heute Nacht Kommentare gelesen. Okay. Weil ich lese normal die Kommentare nicht direkt, sondern immer erst ein bisschen später. Und habe das dann heute Nacht mal durchgelesen. War alles cool. Wollte mich bedanken dafür, dass die Leute das gefeiert haben. Und macht Bock auf mehr. Ne? Freut einen ja auch immer, ne? Wenn man so die positiven Kommentare liest oder auch Kritik immer auch gerne gesehen. Ne? Ja, begründete Kritik. So. Ja, wir haben immer mal, einer hat geschrieben, wie kann man denn nur aus sowas irgendwie, ich habe es gar nicht verstanden, was er wollte, als ob man gar nicht, er war glaube ich kein Angler. Okay. Das war natürlich auch so ein Thema, wenn man da einen Koi als Hashtag reinsetzt, dann kommen glaube ich solche Datenfreaks auf den Kanal und die denken, was ist mit denen denn? Wenn du denen ihren Schätzen da, sag ich mal, auf die Angelst, dann würden... Klar, muss man halt mehr so ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Nächstes Mal machen wir bei dir im Talsperren-Game, wenn wir zusammen gehen, machen wir mal Peter Drohner Hashtag.
Dann kommt der Brief direkt rein. Kommt der Brief rein, ey. Ja, dann kommt dann der, kennst du den Anzeigenhauptmeister? Ja, ja klar, Alter, den müssen wir hier reinmachen. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Piss dich, du. Den haben wir noch nie gehabt. Okay. Der ist wild unterwegs. So, wir hatten ja im letzten Video, hatten wir ja mit dem Futterboot Action. Wie ist es bei dir? Futterboot, ja, oder hast du was? Noch nie benutzt. Noch nie. Also auch noch kein Gewässer gab, wo man sowas benutzen müsste. Ich bin immer bis jetzt mit Werfen oder Boot zurechtgekommen. Hast du auch keins? Nee, ich habe keins. Okay, krass. Ich habe auch keins. Ich dachte, es gibt keinen mehr, der keins hat. Außer ich glaube, das ist in bestimmten Regionen in Deutschland, wo du kein Boot benutzen darfst, aber Futterboot vielleicht noch benutzen kannst. Da ja, wird sowas ganz gerne mal benutzt, aber also ich bin ja, nicht. Also ich bin ja, habe das erste Mal so aktiv mitbenutzt, ne? Mhm. Und der Sascha hat ja da auch ein relativ umfangreich ausgestattetes. Will jetzt nicht hören, es gibt noch schon Neueres oder so, weil es geht darum nicht. Das Ding, was er da hat, hat, glaube ich, was er mir gesagt hat, mit Kamera und allem 6.000 Euro. 6 Mille am Start, Junge. Richtig eine Wohnung einführen bald, ne? Habe mich dann so bei der Benutzung gefragt, was ist eigentlich die Grenze für mich? Also was brauche ich an so einem Boot wirklich? Ne? Also ich brauche ein Futterboot, das fährt raus auf einen GPS-Punkt und kommt zurück und lädt mir die Montage ab, ne? Und macht meine Übertragung, wenn ich Bock drauf habe, noch einen Downscan, also nach unten, ne? Echolot-Funktion. Ne? Und alles andere braucht das Ding nicht. Also wirklich nicht. Ja. Ne? Also da bin ich auch nicht bereit. Sidescan ist natürlich cool so, aber... Ja, der hat ja gar nicht funktioniert, weil die Übertragung, glaube ich, nicht funktioniert. Vom Funk zum Boot. Habe ich jetzt rausgehört irgendwo. Weil wir konnten den also, wir haben versucht mit diesem Sidescan irgendwas zu sehen. Wir sind über irgendwelche Bäume gefahren, die im Wasser lagen, wo ich auf meinem ganz normal die Dinger, kennen wir ja. Ne? Wir haben ja auch schon zusammen Echolot eingestellt. Jetzt fahre ich hier an dem Gebüsch vorbei. Fisch. Passt mal auf. Diese schwarzen, die Dinger stehen hier hinten drin. Die schwarzen Flecken sind die Fische. Ja, hier. Karpfen. Hier hinten steht Fisch. Und da ging gar nichts. Du hast nichts gesehen. Echt, ne? Nee. Kein Baum, kein Du konntest auch nur auf, also wir hatten ja teilweise tiefere Stelle und da wollten wir mal den Winkel auf 15 Meter einstellen. Hm. Weißt du, wir hatten ja auf 10. Da hast du ja die. Ja, du hast dann, aber wenn du dann auf 8 Meter Wasser fährst, hast du ja unter dem Boot nur noch einen schwarzen Streifen nach unten. Genau. Seitlich nichts. Dann habe ich den Winkel, konntest du einstellen auf dem Display. Also auf 20 Meter, aber dann hattest du hier 10 Meter, hier 10 Meter und dann war wieder schwarz. Okay. Auf beiden Seiten. Also nur der Balken so mäßig verlängert. Ja, es hat sich nur im Display breiter machen lassen, aber der Winkel von dem Echolot ging nicht auseinander zu machen. Das ist eigentlich der Sinn, womit man am Sidescan so rumspielt. Ne? Ja, ich habe nicht drauf. Wir haben es versucht rauszukriegen, es konnte mir keiner erklären, wie es geht. Also ich fand es total, also was ich damit nur sagen will ist, wenn das wirklich nicht geht, brauchen wir es ja auch nicht. Dann lassen wir doch diese Funktion raus. Ich meine, das ist auch eine relativ teure Funktion so, ne? Bei Zusatzoptionen meine ich so, der Sidescan und der ist schon mit einer der teuersten, glaube ich, ne? Aber du weißt, was ich meine? Ja, ich kann es ja mal zeigen. Also wenn ich jetzt, kann man ja mal einblenden im Video. Genau, also wenn du einen Sidescan hast, wer das kennt, der hat hier gerade nach unten den Blick in nach unten, ne? Der Scan nach unten und seitlich hast du praktisch hier die Teilung der Fenster. Dann kannst du hier 10 Meter und hier 10 Meter. Ist der See aber 8 Meter tief, dann schrumpft ja deine Sidescan-Möglichkeit auf 2 Meter hier und 2 Meter da. Ne? Du siehst dann nur noch so 2 Meter und hier ist alles schwarz nach unten. Also das siehst halt das Wasser unterm Boot. So genau, du siehst praktisch das Wasser unterm Boot so breit. Und dann müsstest du, um das wieder hinzubekommen, den Winkel hier oben verstellen. Die Skala muss dann hier 20 Meter links, 20 Meter rechts sein. Dann schrumpft es hier. Dann siehst du hier also 12 Meter und hier 12 Meter. Und nach unten 8 Meter ist es dann praktisch so zusammengeschoben. Und das ging aber nicht. Du konntest hier oben, die Skala hat sich geändert. Dann hast du aber hier 10 Meter gescannt und hier 10 Meter. Und der Rest war schwarz wieder. Auf beiden Seiten. Nonsens. Ja, also wie gesagt, also ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie bashen oder so. Nur ich bin halt absolut kein Profi in so Futterbooten und dachte, irgendeiner kann uns diese Funktion erklären. Aber ich habe da wirklich alles ausprobiert in dieser App und habe das nicht hinbekommen. Ne? Und das konnte uns auch keiner jetzt sagen. Und selbst wenn jetzt einer sagt, bei dem neueren oder bei dem neueren Boot ginge das, finde ich es in dem Boot ja eigentlich totaler Quatsch, sowas zu verkaufen. Egal, Thema erledigt. Ich fand das also für mich teilweise zu viel, was so Boote können. Ist ja auch viel mit Komfort zu tun. Ne? Ich sag mal,
legst es ins Wasser, drückst einen Knopf und deine Route ist gelegt. Und es gibt ja auch welche. Ja, das hat super funktioniert. Ja. Ne? Also mega geil. Also du kannst, also weißt du, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Du fährst einfach raus, egal Nacht, Tag, wann, wie, und das macht einfach, das hat auch super geil funktioniert. Also da gab es überhaupt keine, das, daran würde ich mir ein Futterboot auch kaufen für diese Funktion. Ne? Also rein, raus und ist vielleicht ganz cool, wenn du deine Plätze schon mal vorher irgendwie mit dem Boot gesucht hast, falls du die Möglichkeit hast und dann dir die Plätze einfach noch abspeicherst zum Routenlegen. So, ne? So sparst du natürlich auch nochmal Zeit. Genau, du müsstest dann halt das Futterboot mit ins Boot nehmen und dann speicherst du es parallel einfach ab, zum Beispiel. Ja, ne? Oder du musst sonst die Stellen wieder anfangen. Ich weiß nicht, ob man das übertragen kann. Aber klar, also ich denke halt auch, ich vermute, ich weiß es nicht, dass einige Funktionen wahrscheinlich auch durch die Sendeleistung gewissermaßen nicht diese Übertragungsrate vertragen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich auch gar nicht. Null. Also aber in der Drohne geht es ja auch. Da hast du ja eigentlich auch relativ weit eine relativ starke Frequenz. Ne? Bei den neueren, ja. Ich hatte vorher so eine alte Mini-1er und die war echt katastrophal. Ne? Okay, ja. Aber auch einfach nur mit einem, man braucht nicht alles aus. Ja, genau. Markus Brettschneider, ich finde das eine coole. Gute, ja, genau. Nee, okay, alles klar. Also, wie gesagt, für mich ist es eine coole Nummer. Chefin auch da. Chefin ist auch da. Chefin ist da. Ja, Christina, gute. gut sieht er aus hier. Frisch geölt. Ja, immer. So, okay, dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier noch ein paar Fragen gehabt. Der Marc Notre hat gefragt, er hat jetzt mehrfach gefragt zu unserer Anwendung von dem Futterboot. Er versteht immer noch nicht, wie das gehen soll, wenn das Blei in der Futterluke liegt. Das Blei mit der Schnur fällt doch durch die Klappe. Und dann ist die Schnur doch im Boot gefangen, oder? Bitte um Erklärung, danke, sonst wie immer top. Marc, mein lieber Freund, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass wir, wie soll ich dir das denn jetzt verdeutlichen? Ich habe hier keine, wir haben ja, also, du weißt, was ich meine. Ich weiß, du legst, was du meinst. Ja, der denkt doch nicht allen Ernstes, dass man die Schnur übers Boot oben in die Futterluke legt. Mach mal auch von unten. Ja, von unten rein, in die Klappe und dann machst du zu. Weißt du, und wenn du dann aufmachst, dann fällt das einfach nach unten. Oder dachtest du, wir haben das oben drüber gelegt und lassen es dann ab, so drrrrt, und fahren dann mit dem Boot zurück und haben die Schnur noch im Futterboot. Digga, nein, ich wollte es ja letztes Mal schon nicht beantworten, weil du hast es jetzt aber echt dreimal gefragt. Und ich glaube, das ist so wie mit dem April-Scherz von Carpi online. haben mich mindestens 10 Leute gefragt, ist das jetzt das Erste? Gibt es jetzt das bei Carpi online? Haben die das gekauft? Ich habe gesagt, Alter, habt ihr mal aufs Datum geschaut? Sag mal, aber ich glaube hier bei manchmal... Aber die haben es auch gar nicht aufgelöst, ne? Kann das sein? Ja, brauchen wir nicht auflösen. Ja, aber es gibt immer welche, die das glauben. Ja, wer denn? Am 1. April glaubst du sowas? Viele. Nimm mir doch nicht die Illusion, dass der Mensch noch ein Hirn hat, Alter. Schwierig. Okay. Ja, okay, ich bin bei dir, ich verstehe es. Ich muss mich zügeln. Ich setze zu viel voraus, oder? Manchmal vielleicht, ja. Das hat er ganz leise gesagt. Manchmal vielleicht. Cool, ey. Okay, gut, dann werde ich dir jetzt die nächste Frage überlassen. Oh, ich lese die vor. Die ist lang. Die ist lang, ja. Also, pass auf. Wie erklärst du uns? Grüße gehen raus an den AdSonicsC vor 4 Tagen. Moin Jan, hier mal eine Frage an den Biologen. Es ist mir jetzt, da brauchen wir keinen Biologen. Dich. Nee, wir fragen dich. In unserem Baggersee ist die Wassertemperatur in den letzten 2 Wochen von ca. 7 auf 12 Grad gestiegen. Ich könnte jetzt sagen 7,15 auf 12,2, ne? Wäre noch ein bisschen lustiger. Spaß beiseite. Nun sind fast alle Fische überall aktiv. Die Schleien und Hechte tummeln sich im Schilf. Ja, die Leichen da wohl. Weißfisch beißt wie blöd und auch Welse werden schon gefangen. Nur die Karpfenangler schauen komplett in die Röhre. Sind nicht alle Fische gleich wechselwarm und müssten aktiv fressen und beißen? Oder kann es sein, dass sich nur auf spezielle Arten beschränkt und manche Fische einfach länger brauchen, um nach dem Winter wieder fit zu werden? Bitte um eine Erörterung, wie du darüber denkst. Viele Grüße. Also, bevor du loslegst, erkläre ich eins. Wechselwarm sind sie tatsächlich alle. Ne? Also wechselwarm sind alle Fische, die in unseren Seen leben, gleich. Also die kühlen und erwärmen sich übers Wasser. Da gibt es keinen Unterschied. Ne? So. Und der Rest musst du jetzt erklären. Weil ich kann es ja auch nicht erklären. Ich kann es auch nicht erklären. Also gibt halt bei mir auch Gewässer zum Beispiel, die laufen halt erst später an. So ist es. Ja, aber wenn aber alle anderen Fische schon fressen, nur der Karpfen nicht. Dann machst du was falsch. Keine Ahnung. Ja, aber es sind ja alle Karpfenangler, die nichts fangen. Ich keine Ahnung. Ich Wie, keine Ahnung? Wüsste ich du jetzt bist auch doch nicht. Jetzt im Mittagstisch, du musst es doch wissen. Ich muss es auch immer wissen.
Du sagst immer zu mir, ich hätte ein einfaches Leben, setz mich da hin und erzähl irgendwas. Habe ich nie gesagt, dass das einfach ist. Boah, schwierig. Jawohl, Carpenter 869, Bruder im Geiste. Dann gibt es keine. Ja, Bruder im Geiste, dann gibt es keine Karpfen mehr. Das wollte ich auch jetzt schon sagen, bevor wir die Theorien erörtern. Nee, also um es jetzt mal ernsthaft über uns da mal mit auseinanderzusetzen. A, können wir es nicht exakt beantworten, weil wie gesagt... Jeder See ist unterschiedlich, ne? Ist er, also, ist er tief, ist er flach, ist er... Ich habe zum Beispiel einen See, der läuft erst im Juni an, also... Und alles andere frisst er auch schon. Barsch, Forelle sowieso, aber... Genau, ja. Das ist nämlich der Punkt, dass wir versuchen, wir müssen immer Fragen beantworten über Gewässer, die wir nicht kennen, ne? Richtig. Und da jedes Gewässer anders ist, selbst der kleinste Baggersee unterscheidet sich manchmal vom Nachbarsee schon massiv, ist das immer so ein Rätselraten oder tatsächlich Glaskugel schauen, wenn wir dir da jetzt eine ernsthafte Antwort drauf geben wollen. Aber ich bin bei dir, ich vermute, dass die Karpfen entweder sehr scheu sind, vielleicht sind sie ja oft gefangen, ne, und haben schon ein bisschen schnäubischeres Maul, oder irgendwas ist halt da bei ihnen, dass sie nicht da sind, wo du angelst oder wo die meisten angeln, weil das ist ja im Frühjahr sehr oft so, also das haben wir auch oft gemerkt, du fängst eigentlich an unserem See auch alles überall, aber die Karpfen fängst du nur direkt am Ufer. Okay. Und wirklich press unterm Busch. Okay. Wenn du nicht am, wie in unserem Video da. Da liefen vor, also wo wir jetzt im Sascha Emser waren, da lief es ja auch 3-4 Wochen vorher durch der Wetter. Die Wetterlage war ja anders, also noch dieser, obwohl es früher im Jahr war, war aber dieser kalte Wind nicht da, sondern da war dieses wechselhafte warme Wetter. Dann sind die einfach unterwegs, ne? Genau, überall im See. Die haben halt da überall im See gebissen. Und wie wir da waren, haben sie nur noch Press auf 80 cm irgendwo gebissen. Ne? Und das könnte natürlich eine Erklärung sein, dass ihr genau zu dem Moment da wart und vielleicht nicht exakt genau da geangelt habt, wo die Fische rumgecruised sind. Ne? Er sagt ja hier zum Beispiel Baggersee. Wie tief ist der Baggersee? Ich bin zum Beispiel gerade auch an einem unterwegs. Der ist halt sehr tief, hat gar keine Flachbereiche, außer am Ufer und macht es halt noch schwer. Und da wird mir auch gesagt, es läuft erst nach der Laich. Alles andere kannst du da schon fangen, ganzjährig eigentlich, aber Karpfen, die laufen halt erst nach der Laich, wenn die dann richtig unterwegs sind. Ne? Genau, ja, klar. Das kann schon sein. Ne? Dank dem See, der dann so ein schönes, ausgedehntes, flaches Areal hat, wo es. Da echt, kannst du schon im März deine Fische fangen. Ne? Wo es 80 cm tief ist, du glaubst nicht, die Fische stehen da alle. Alle press in diesem Bereich. Ne? Und da ist halt, ne, fängt. Wenn du das nicht hast, ist es halt doppelt schwierig, gerade zu so einer. Ich sag mal, frühen Zeit noch im Jahr, ne? Ja, klar. Deswegen ist ja auch immer so meine Rede, was ich ja auch unseren, danke unseren Zuschauern, vielen Zuschauern schon oft gesagt habe, dass es manchmal, wenn man sich so ein Gewässer hat, wo es einfach nicht will, ne, zu einer gewissen Jahreszeit, gerade so bis nach, also man sagt ja, bis nach der Laich, ist ja alles immer so ein bisschen noch nicht so ganz richtig, ne? Da ist der Karpfen noch anders, da gibt es da nicht so eine Regel immer. Und wenn du es nicht schaffst, an dem See jetzt zum Erfolg zu kommen, ist es manchmal besser, da gar nicht zu angeln. Ne? Klar, wenn du jetzt nur ja, man will es probieren so, aber... Aber nachhaltig Energie reinstecken, klar, wenn du kein anderes Gewässer hast, ist es schwierig. Dann gehst du natürlich trotzdem da angeln. Aber ich versuche immer so, die Gewässer auszugrenzen. Genau, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Richtig. Ist doch klar. Ja, so wie wenn du jetzt Hochwasser am Main hast und willst aber am Main angeln, das bringt ja, halt nichts. Ne? Ja. Das ist halt echt Himmelfahrtskommando, ne? Okay, gut, also wir haben ja dieses Thema umrissen. Wir gucken mal, was hier so abgeht kurz. Ich habe noch eine Frage. Ganz am Anfang. Ja, yeah, da. Ich soll dich mal ein bisschen locker mit einem Bohnenkamm machen. Nee, da muss er noch was schrauben bei mir. Da ist noch nicht mit ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Also kommt noch mit der Zeit. Ganz am Anfang habe ich gesehen, war eine gute Frage. Ja, scroll mal hin. Die war ganz, ganz am Anfang. Okay, ich lese es mal. Soll ich vorlesen, du antwortest? Ja. Oder willst du es vorlesen? Mega, ich lese vorkommen. Ingo 19726 fragt, die Talsperren sind ja relativ tief. Ab welchen Tiefen läuft es am besten deiner Meinung nach? Und mit welchem Köder? Tiefe ist egal. Ich habe schon tatsächlich auch Fische bei mir am Ufer gehabt, wo ich sag mal, ich habe so flach gefüttert, dass der Rücken der Fische aus dem Wasser geguckt hat. In einem 600 Hektar See. Ey, geil, da schick uns doch mal die Aufnahme von der Drohne. Du hast das doch gefilmt schon. Wo die so flach rumgeschwommen sind. Jo, kann ich auch mal schenken. Das, war jetzt nicht die Szene, aber es ist auch eine tiefe Talsperre. Und da war ein relativ großer Fisch in vielleicht so tiefem Wasser in der Schräge und hat da Kaulquappen oder so gefressen. Ja, und klar, im Frühjahr stehen sie flacher, aber eigentlich kann man sie immer fangen. Also bis 8 Meter so an meinen Seen ist da alles offen. Das ist auch, glaube ich, ein guter Punkt, den wir ja auch hatten.
dass du teilweise, auch wenn du denkst, du angelst schon flach, du angelst immer noch zu tief. Habe ich so manchmal das Gefühl. Gerade also, an diesen Stauseen in Frankreich ist das auch so, dass die Fische jetzt unerreichbar sind, wenn du da zum Beispiel Schongebiete hast. Weil jetzt ist das Wasser sehr hoch. Ja, und die Fische, stehen in den Büschen, habe ich auch jetzt die stehen, paar Tagen. Die stehen vom letzten Angelplatz, wo du angelst, wo du denkst, du angelst flach, ne, weil es der flachste Bereich vom See ist, stehen die nochmal 800 Meter weiter im Wald. Die stehen so flach, auch nachts teilweise dann noch. Die kommen da gar nicht raus, erst wenn es... Ja, teilweise erst, wenn die abgeleicht haben. Ne? Dann, genau. Dann gehen die aus diesen Gebieten raus und dann kannst du die eigentlich erst wieder so richtig im ganzen See fahren. Mhm, genau. Und mit welchem Köder? Ja, Nature Blades. Naja, aber ganz normale Boilies, 20, 24 mm, je nachdem, wo es zulässt. Ich habe halt immer Krebsprobleme, deswegen gerne auch mal härtere Boilies. Die Pineapple hast du auch immer da reingeschrieben. Ja, ja, aber mit GLM auch gemischt, ne? So, jetzt haben wir noch eine Frage, lese ich mal vor. Wir haben da noch 10 Minuten Zeit, dann können wir noch ein bisschen rummischen hier. Und zwar hat der Ravy CF gefragt. Danke für deine Frage, Grüße gehen raus. Moin Jan, ich habe bei meinem Hausgewässer beobachtet, dass Fische, die bekannt sind im See, plötzlich zu Two-Tones werden. Und auch schon gehabt, dass es wiederum bekannte Two-Tones gab, die keine Färbung mehr hatten. Weißt du, an was das liegt? Lieben Gruß, Carp Waves. Also ich weiß, dass die teilweise vom Two-Tone zum Nicht-Two-Tone gehen. Das ändert sich mit der Zeit. Und ich schaut mal in dem einen Carpi-Podcast. Grüße gehen raus an die Alkoholiker von Carpi Online. Grüße. An die Bohnenkampfversteher. Die haben das, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast behandelt, meine ich mich zu erinnern. Da haben die sich doch mit so Färbungsänderungen, mit auch von einem Koi, Halbkoi zum Spiegler und so, mit diesen. Da haben die auch irgendwann mal so einen Fischwirt, meine ich, eingebaut, der das erklärt hat. Hast du das gehört? Hast du überhaupt schon mal einen Podcast angehört? Gelegentlich, aber nicht regelmäßig, okay. Muss ich ehrlich zugeben. Genau, also ich meine mich da aber dran zu erinnern und ich glaube, die Community kann das auch beantworten, wann und wo das war. Ist hier einer von den, heute ist keiner von den Carpi Boys online, normal ist hier immer einer dabei. Aber wir. Die sind alle im Urlaub, die sind alle schwer im Urlaub. Im Urlaub? Ja, sind alle schwer im Urlaub. Ja, ich bin aktuell in Kontakt mit denen, deswegen wollen wir vielleicht was starten. Sind die Angeln oder sind sie so im Urlaub? Peter ist auf Asientour. Ja, der läuft bei denen. Die haben so viele T-Shirts verkauft auf der Messe, dass sie jetzt einfach ein Jahr nicht mehr arbeiten müssen. Hey, Bruder, ja, ja. Hey, ich mache irgendwas falsch. Okay, gut, dann also schönen Urlaub an die Carpi Boys. Wir haben euch nochmal ins Leben geholt heute. Und ja, also ich glaube, in diesem, irgendwo war das, wenn wir das finden, wo, kannst ja mal einer reinschreiben, weil wir müssten jetzt alle Podcasts anhören. Also ich habe es auch bei Facebook irgendwo gesehen, ne? Ist das also, nicht irgendwas mit dem Untergrund? Dass das abhängig vom Untergrund war da nicht mal irgendwas? Ich habe nur mal gesehen, dass die haben das schon, glaube ich, genauer erklären lassen. Okay. Ich würde da jetzt mutmaßen, weil ich habe es nur gemerkt, dass sich die Farbe der Fische ändert durch die klare. Das war, also wenn du sehr klare Wasser hast mit Kiesuntergrund, dann können die schon so goldgelb werden, ne? Oder so zum Ghostie mutieren, wo alle, oh, ein Ghostie, da weiß jeder Fisch in dem See ein Ghostie, ne? Weil es halt einfach so klares Wasser ist mit hellem Untergrund. Zum Beispiel hier in deinem Lieblingssee, ne? Da ist es so. Die gehen schon am Rollen. Ja, würde ich gerne mal hin, aber. Kannst du, ja, ist für uns nicht so machbar, ne? Aber ja, da ist, sind. Das ist einfach nicht realistisch da. Ist halt. Ja, aber da sind sehr viele Ghosties drin, zum Beispiel. Ich habe da auch mal einen gefangen. Two-Tones auch einige. Ich habe mal ein Riesending gefangen. Die Story kennen wir ja noch vom Volker Seuss, ne? Aus der Radtour, wo mir das Vieh aus dem Sack abgehauen ist. Das war so einer. Das war einer von diesen Riesendingern da, so ein Ghostie. Ja, ich seh's. Ich möchte, dass du es selbst dranziehst. Zieh selber dran. Ja. Und da war schon so ein Loch gewesen vorher, das hab ich gestern schon gesehen, so. Und da hat er das mit dem Kopf rein und dann taucht er nur ganz leicht zurück und dann geht es wieder weiter auf. Das ist alles im Arsch. Tut mir jetzt auch leid für dich. Und der war halt echt krass weiß. Wegen dem Loch im Sack. Ja, und der ist durch dieses Loch im Sack abgehauen und da habe ich dann den Volker fast mit dem Bangstick erschlagen. Ja. Kennt die Story. Der da von Kois, okay. Ah, das ist die Folge. Ah, okay. Ah, ja, okay, dann war das wohl irgendwie hier vom die Messe mit Wallau oder irgendeine Messe. Markus war am Start. Ja, okay, genau, ja. Da könnt ihr mal reinhorchen. Tigernüsse, was ist mit Tigernüssen? Habe ich noch nie probiert. Also ich
werf da Trockenboilies rein. Ne? Einfach bei mir haben sie jetzt die letzten Jahre auch viel besetzt, deswegen große trockene Boilies einfach ein bisschen zu selektieren. Tigernuss ist so bei mir auch. Wir haben ja diese, ist ein geiler Köder. Ja, wir haben hier, also ich hab diesen, wir haben ja diese dicken Mittel-Tigers in den kleinen Dosen. Ne? Mhm. Und da bin ich auch so das erste Mal immer darauf gekommen, mal mit den Dingern zu angeln, weil ich bin eigentlich auch so ein Tigernussangler, bin ich noch nie gewesen. Ich habe die auch schon gefüttert und so, aber ich habe nie. Habe aber da mit den Dingern auch rumgeangelt, ne? Aber wohlgemerkt immer in Verbindung mit einem kleinen Popper noch, weil ich der Nuss alleine nicht getraut habe. Und da habe ich auch ein paar Fisch gefangen. Mhm. Ja, genau. Okay, ja, cool. So, jetzt kommen wir nochmal durch hier. Niki, was geht sonst bei dir? Was ist geplant? Ja, Urlaub aktuell, ne? Hast du jetzt auch Urlaub? Ja, die Woche habe ich Urlaub. Ich wollte eigentlich groß auf Tour, aber lässt die Zeit aktuell einfach nicht zu. Okay. Morgen gehe ich mal für eine Nacht oder zwei. Schön was vorbereitet. Hast du? Ja, immer. Immer. Okay. Immer. Das ist super. Ich habe nichts vorbereitet. Ich bin gar nicht im Game. Digga, ich bin komplett raus. Weißt du, das ist immer lustig. Jeder, der hier bei uns in die Halle gestolpert kommt, die sagt, voll drin, so, ne? Der fragt mich so in seinem Futterwahnsinn-Game, angeln gerade noch und holen. Und wann geht's bei dir los? Wieder los? Wann kommst du, gehst du wieder raus? Sag ich. Alter, ich war einmal angeln mit dem Emser, wo wir das Video gemacht haben dieses Jahr. Ansonsten war ich eine Nacht mit dem Max. Da habe ich nichts gefangen. Er hat vier gefangen. Und ich war auch froh, dass nichts beißt. Ich wollte einfach die Ruhe haben. Einfach die Ruhe haben. Und seitdem war ich nicht angeln, ne? Mhm. Null. Ich habe auch über Ostern nicht geangelt. Obwohl meine Familie nicht da war, die ist noch im Urlaub bei der Oma und die kommt erst jetzt die Ende der Woche wieder. Ich bin allein daheim. Hast du ruhig gemacht? Nee, ich war mit einem Kumpel mal unterwegs. Wir waren am Nürburgring. Oh, cool. Am Ostersamstag waren wir am Nürburgring und haben die Reifen abgebrannt. War da nicht Autotreffen? Ja, Logo, Karfreitag geht's ab, Samstag, ja, Sonntag. Und Alter, da siehst du mal, wie viele Leute fette Karren fahren. Da waren wir mit dem Lambo, haben schön bei der, unten an der Tanke, haben wir schön die Kreise gezogen, bis die Ringleitung kam, Alter. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Geil, Mann! Geil, 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 geil! Bis die Ringleitung da war. Nee, okay, das habe ich an Ostern gemacht. Feierst du, oder? Sowieso. Die Rennleitung. Alle anderen immer am Wasser. Ostern ist immer Katastrophe. Ja, es war ja auch das Wetter nicht so der Hit. Ne? Und ich habe dann auch gedacht, komm, lass mal bleiben, wir machen mal einen coolen Ausflug, Männerrunde und mach mal einen Satz Reifen runter. Oh, schön, schön. So, okay. Ja, nee, war durch schon. Wir haben ja gedacht, wir tun einfach mal ein bisschen hier heute so rum erzählen. Und genau, haut nochmal was rein hier sonst. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Und ansonsten werden wir gleich draußen mal ans Schrauben gehen. Ne? Wir müssen bei dem einen Dämpfer was wechseln. Yes, yes. Und der Starkstrombrauens ist dann nicht so im Game bei so Sachen. Genau. Okay, jawohl, okay. Ich meine, ganz am Anfang war nochmal eine Frage. Ja. Ganz oben. Ja. Ganz oben? Ganz oben, ja. Noch weiter? Ja, ganz am Anfang. Da hier, Uwe. Das hatten wir doch, oder? Nee, nee, ist noch was anderes. Ah, ach ja, genau, Uwe Gundlach 77, ich lese kurz vor, ne? Kurz. Kannst du die noch raushauen hier, Nick? Du bist der Talsperrenmeister. An der Talsperre ist Nachtangeln verboten, Fragezeichen. Zählt aufbauen, verboten, Liege aufbauen, verboten. Alles, ich lese nur verboten an Nick. Ist ja unterschiedlich von Gewässer zu Gewässer. Also ich angle auch an Seen, wo Nachtangeln verboten ist. Und da halte ich mich dann auch tatsächlich dran, ne? Also ist dann halt nichts mit Zelt aufbauen, aber wenn man das richtig taktet, dann kann man auch ja, in den frühen Morgen oder frühen Abendstunden was fangen. Ne? Digga, die haben dich schon gestalkt, wo du angelst. Das sehe ich an der Frage. Ich riech's und ich schmeck's auch schon. Da bist du schon gestalkt, wo du deine Videos gedreht hast und deswegen kommt die Frage wegen des Nachtangelns. An der Talsperre. Verstehst du das eigentlich, wie das hier läuft? Hä? Weißt du jetzt, wie es läuft? Du bist schon lange gestalkt von denen, ne? Weil ich weiß, wer das ist, hier der Meister und dein anderer Meister. Und die haben dich schon lange rausgekriegt, wo echt, du angelst, ja? Und haben sich jetzt, die gut, wollen aber nicht hin, weil sie nicht wissen wegen Nachtangeln, was passiert, ne? Und jetzt musst du nicht verlegen werden und sagen, ich angel einfach nachts, was wollt ihr von mir? Ich mach alles. Ey, ohne Rücksicht. Was ein Gringo, ey. Hä? Was ein Gringo. Ja, an ein paar Seen bin ich zum Glück auch ein bisschen abgesichert. Da kommt nicht jeder so ran, zum Glück. Ja. Pineapple Boilies nur im Sommer oder auch jetzt? Geht immer. Ja, die Dosis macht ja auch das Gift, ne?
Also, wenn du jetzt 20 Kilo ablädst, irgendwo nee, mitten im Tiefen, dann wird da nicht viel passieren. Aber gerade zum Frühjahr? Mega Köder, Pineapple Bonnie, mega Köder. Wenn du wenig fütterst, wenn du genau weißt, wo sie am Holz rumschwimmen, ja, du machst dir einen kleinen Schneemann, eine mit einem Dosenmais-Edge drauf oder mit irgendeinem auffälligen pinken Poppy. Hört sich total bescheuert an. Gelber Pineapple mit pinken Poppy oben drauf. Gerade so auffällige Sachen. Aber jetzt geht es. Vorm Holz, press unterm Busch. Das Ding läuft, ne? Und da ist halt auch wirklich die Dosis 1, 2, 3 Stück dazugeschmissen, ein Ball Groundbait oder ein Krümelteig, irgendwas rieseln lassen. Ein bisschen Mais vielleicht noch hier, so Dosenmais geht genau auch. Genau, ein paar Dosenmais-Edges wohlgemerkt. Aber sowieso. Und dann, genau, so das funktioniert. Also die gehen auch im Sommer, ist natürlich sehr gut, aber jetzt auch so als Instantköder immer top, auffällig. Im Sommer habe ich ja richtig gut damit gefangen. Also richtig, richtig gut. Auch viel damit gefüttert. Das ging gut. Ja, ja. Auch in Frankreich. Mega Köder. Den ganzen See umgedreht. Ja. Bis auf den 60er. Den hat dann der Jakob gefangen. Nee, oder? Nee, da nicht. Da hat der Jakob eine lange Nase gemacht. Du weißt ja gar nicht alles. Nee, weiß ich nicht. Guck hier. Der Uwe Gundlach, Gude, hat dich natürlich gestalkt. Guck, so läuft das hier. Ich angle ja bestimmt an Sechstalsperren, Uwe. Flotze 91, welches von euren Crownbaits kann man am besten zum Feedern nehmen? Kann man alle nehmen. Wir haben aber hier auch ein paar Feederboys, die richtig im Feeder-Game sind. Die haben jetzt nicht dieses Mad Max zum Beispiel genommen. Die sind allerdings so tief im Feeder-Game, dass die keine Pellets drin haben wollen eigentlich, weil die nicht die Fische satt machen möchten. Ne? Das ist ja denen ihre große Angst beim Feedern immer. Aber sie haben es jetzt auch mit Pellets genommen und es läuft auch super. Also die haben jetzt das Mad Max genommen, geht aber auch mit allen anderen. Also zum Beispiel Graf Cooks geht super, ist hell auffällig, Dosenmais und so weiter. Das nehme ich auch gerne, das Graf Cooks. So, meine Freunde, es ist schon wieder 12 Uhr und eine Minute. Yes. Wir wünschen euch, bedanke mich erstmal ganz herzlich beim Nick, dass er mal... Ja, freut mich, dabei gewesen zu sein. Ne? Vielen Dank. Wer nochmal eine neue Batterie sich angucken will, geht mal zu Nicky Sells. Ne, zum Beispiel, oder zum Josef, zu unserem Freund. Sind beide gut, habe ich gehört. Kreuzwerbung. Genau. Und in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Mittagstisch und das Video findet ihr wie immer irgendwann jetzt auf YouTube. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Oder danke nochmal. Wir gehen an die Schrauber. Hast du gesehen, die Rolex, Alter? Hast du sie gesehen? Komm, hier, komm, der hier, der auf Reich angelehnt, nicht ich. Ja, komm, hä? Das ist ja mehr als ein Satz Reifen. Also, bis bald, ciao. Ciao.